Morgen. Guten Morgen. Wir stehen hier im Bereich Schonach, ein bisschen außerhalb. Es geht runter hier eigentlich ins Brechtal. Und da gibt es einen schönen Wanderparkplatz. Und ab hier startet die Tour Urzeitpfad. Urwald. Urwaldpfad. Urwaldpfad. Jetzt haben wir es richtig. Die hat aber nur so 7,5 Kilometer. Die haben wir ein wenig abgewandelt. Wir wollen dabei noch hoch auf den Rohrharzberg und schauen mal, ob man dann tatsächlich bis rüber Richtung Vogese sieht. Werden wir mal schauen, das Wetter passt auf jeden Fall. Außer, dass es ein bisschen frisch ist. Ja, ich freue mich. Schöner Herbsttag. Bis später. Los geht's. Ich meine, das ist der Elsbach. Bin mir aber nicht ganz sicher. Müsste ich dann einblenden. Ach, Elzfälle. Da steht's ja. Dann ist es die Elz. Jetzt sind wir leider noch ein bisschen im Schatten. Tja, geht schon wieder so los. Das sage ich immer, wie wir es mögen. Richtig schön. Gleich auf ein ganz toller Pfad. So darf es gerne weitergehen. Wasser entlang, auf solchen Steinpfaden steigen, richtig schön. Aber ein bisschen rutschig auf den Blättern jetzt. Ja. Aber ist ja ganz cool. Das Wichtigste im Leben ist die Zeit. Leben heißt mit der Zeit richtig umgehen. Bruce Lee. 16 Tonnen. Was heißt denn das? So schwer war das ja gar nicht. Und weiter geht's an der Elz entlang. Jetzt nur noch leicht abfallend bewegt. Kann ich. Das war ein richtig schöner Genießerpfad. Aber hier ist es dann auch gut nass. Ja, ich empfehle unseren peinlichen Lifehack von letzten Video. Unseren fast peinlichen Lifehack. Herrlich. Lifehack? Unser fast peinlicher Lifehack. Immer Zeitungspapier im Auto habe. Für die dreckige Schuhe. Das war unser fast peinlicher Lifehack. Das ist schön. Schau mal. Und noch einer der schönen Sprüche, sage nicht, wenn ich Zeit dazu habe. Vielleicht hast du nie Zeit dazu. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, deswegen auf geht's. Auch wenn die Gartenarbeit eigentlich ruft, jetzt nutzen wir das schöne Wetter einfach nochmal für eine schöne Wanderung.
Einfach eine herrliche Natur hier. Wir kommen gar nicht weit. Jede Stelle ist hier schöner als die nächste. Jetzt kommt die Sonne so schön durch. Leute, so richtig weit kommen sind wir noch nicht. Wenn wir wirklich nur am Gucken sind. Gabi ist die Putenflüsterin. Ja. Kommen meine Kinder schon? So groß. Ich denke, ihr kriegt das schwer, aber ich hab nichts. Das Puten. Ein Schafe. Der Radfahrer hat seinen Kopf verloren. Tatsächlich ein bisschen kopflos, der Radfahrer. Aber der ist ja auch hier. Ui. Ja. Und du bist ja ganz fein. Heia. Heia. Hm? Na? Und dann ist die Sonne, gell? Jetzt ging's steil runter. Und jetzt geht's mal recht steil nach oben. Ah, wann noch was? Ah ja, kann man wieder stempeln. Ja. Da hätten wir jetzt auch schon ein paar beieinander. Genau dasselbe habe ich jetzt auch gesehen. Und Kühe, natürlich. Vorbei an einem Dachs. Zwischenzeitlich sind wir wieder einigermaßen oben auf der Höhe. Ende Oktober
Und sogar hier auf der Höhe die Geranie noch vorm Haus. Hier im Bereich des Ochsenhofs. Ja, da unten, im Talein steht Wammerkrag. Wir schauen jetzt rüber Richtung Wilhelmshöhe. Okay, dieser Wegabschnitt fällt mal wieder unter die Rubrik. Holger, welche Rubrik? Ganz genau. Aber ist das nicht ein wunderschönes, herbstliches, warmes Licht? Herrlich. Ja, hoch geht's auf den Rohrharzberg. Eben richtig kleine, schmale, Menge steiler Pfad. Und hier wird im Winter Ski gefahren. Das ist mal ein schöner Weitblick. So, diesen wunderbaren Wald sollte man jetzt auf dem Video riechen können. Ich liebe das, es riecht wunderbar nach Wald, nassem Holz, Pilzen, herrlich. Ein Golfplatz, oder? Sieht so aus. Aber ich kann nicht. Stimmt, aber super gepflegt. Klasse hier. Jetzt sind wir natürlich wegen dem vom Weg abgewichen, um ein bisschen bessere Aussicht zu haben. Richtig schön. Genialer Blick von hier oben. Da unten sieht man in den Täler den Nebel. Aber hier oben der Wind ist ein bisschen frisch. In der Sonne ist es aber noch richtig warm. Genial hier oben. Absolute Gabi-Stimmungsweg, wenn die Sonne hier zwischen den Bäumen in den Wald reinscheint. Ich liebe meine fleißigen Helferlein. Ah doch, hier. Die bereiten sich auf den Winter vor. Machen Ameisen Winterschlaf? Dann gehöre ich hoch hier. Thank you.
hier viermal durch den Hohlpfad. Nee, wir gehen nicht auf den Skilift. Wir gehen den normalen Weg. Du könntest ja geradeaus runter abkürzen. Aber das machen wir nicht. Wir gehen den Weg. Wir laufen ja auch immer nach Komoot. Aber zuletzt lispelt die Dame, die uns den Weg weist, doch ziemlich. Und vor allem kriegst du kein Tee mehr hin. Die Überlegung ist jetzt, ob wir eine Gebühr nicht gezahlt haben und jetzt immer weniger Buchstaben gibt. Naja, rechts abbiegen, da fehlt was. Los geht's. Los geht's. Tolle Farben zum Herbst. Genießen, solange es geht. Jetzt wird die Uhr umgestellt und es ist wieder früh dunkel. Ja. Sind wir ganz schön hier. Der Weg ist jetzt gar nicht mehr weit bis zum Ausgangspunkt. Nochmal richtig schön. Also was ist nochmal, der war die ganze Zeit schön. Haben wir auch so wieder nicht erwartet. Wir müssen mal an der Elsen rüber. Schön. Sind wir kurz vor dem Parkplatz, also unserem Ausgangspunkt, kommen wir jetzt von oben her. Also wieder Zeit für unser Resümee. Jawohl. Sag du. Also herrliche Landschaft, wunderschöne Wege. Heute einen Traumtag erwischt bei tollen herbstlichen Lichtspielen im Wald. Also ich bin begeistert. Ich auch, ganz toll begeistert. Ganz tolle Wege wieder. Haben wir die letzten Male jetzt immer richtig Glück gehabt. Tolle Aussicht, schön über den Schwarzwald rüber, oben auf dem Roatsberg. Bis zum Schluss hier nochmal an der Els entlang, am Bach entlang, am Elsbach, wie der auch immer heißt. Ich muss es einblenden. Auf jeden Fall richtig, richtig toll. Jawohl. Auf jeden Fall top. Top.